Der Basilisk zählt innerhalb der magischen Welt zu den gefährlichsten und bösartigsten Geschöpfen überhaupt. Nicht nur ihre gewaltigen, messerscharfen Giftzähne verhalfen ihm zu diesem berüchtigten Ruf, sondern vor allem auch seine gelb leuchtenden Augen, die jedes Wesen augenblicklich töten, sollten sich ihre Blicke treffen. Keine Frage, dass der Basilisk allein schon aus diesen Gründen vom Zaubereiministerium in die höchstmögliche ZM-Gefahrenstufe XXXXX einsortiert wurde. Mindestens ebenso schockierend ist aber in Hinblick auf diese Gefährlichkeit auch das hohe Alter, welches ein Basilisk zu erreichen vermag. Denn die Riesenschlangen können problemlos mehrere hundert Jahre alt werden, wie das Exemplar des schwarzen Magiers Herpo der Üble bewies, welcher laut Legende stolze 900 Jahre alt wurde. Tatsächlich war der Basilisk, den wir in Harry Potter und die Kammer des Schreckens zu Gesicht bekamen und der einst Salazar Slytherin gehörte, noch ein ganzes Stück älter. Um genauer zu sein, so alt wie die Hogwarts-Schule selbst, sprich über 1000 Jahre. Doch wie jedes Geschöpf dieser Erde hat auch der Basilisk gewisse Lebensansprüche, wozu in erster Linie natürlich Essen und Trinken gehört. Ansprüche, die für Slytherins Basilisken wohl schwer zu erfüllen waren, wenn wir uns vor Augen führen, wie er sein Dasein fristete. Eingefercht in der Kammer des Schreckens, über 1000 Jahre hinweg und bei dieser Größe, die natürlich darauf schließen lässt, dass der Basilisk einen äußerst hohen Verbrauch an Nahrung hatte. Aus diesem Grund stellen wir uns im heutigen Skriptvideo mal die Frage, wie es möglich war, dass Slytherins Basilisk dieses immens hohe Alter überhaupt erreichen konnte. Und seid euch sicher, dass die Antwort nicht so banal ist, wie jetzt manch einer hier vielleicht denken könnte. Wie Newt Scamander in seinem Lehrbuch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind schreibt, ernähren sich Basilisken in erster Linie von allen möglichen Säugetieren, sowie von Vögeln und manchmal auch anderen Reptilien. Und tatsächlich wird bereits im Buch zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens ein sehr markanter Hinweis geliefert, mit welchem wir der Beantwortung unserer Frage schon mal einen großen Schritt näher kommen. Im Kapitel Die Kammer des Schreckens heißt es nämlich, ich zitiere: Doch der Tunnel war still wie ein Grab und das erste unerwartete Geräusch, das sie hörten, war ein lautes Knirschen, als Ron auf etwas trat, das sich als Rattenschädel herausstellte. Harry richtete den Zauberstab auf den Boden und sah, dass er übersät war mit kleinen Tierknochen. Zitat Ende. Diese erwähnten Tierknochen werden wohl vom Basilisken selbst zurückgelassen worden sein, was gleichzeitig auch, zumindest zum Teil, erklärt, wovon sich die Riesenschlange ernährte. Denn logischerweise werden auch in der Kammer des Schreckens, welche bekanntermaßen mit dem Abwasserrohrsystem von Hogwarts verbunden ist, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Ratten beheimatet sein. Für den Basilisken wohl ein leicht zu erlangender Snack in Anbetracht seiner tödlichen Fähigkeiten. Insbesondere seine Augen werden ihm wohl sehr oft beim Beutefang geholfen haben, wodurch er auch körperliche Anstrengung weitestgehend vermeiden konnte. Ein Aspekt, der sich sicherlich auch nochmal positiv auf seinen Nahrungs- und Energiebedarf auswirken dürfte. Doch selbst wenn der Basilisk einen niedrigen Energiehaushalt vorzuweisen hatte, er war immer noch unfassbare 17 Meter lang und wird mehrere Tonnen auf die Waage gebracht haben. Ein paar Ratten und selbst wenn es Dutzende pro Tag waren, dürften seinen Appetit doch nicht gänzlich befriedigt haben, oder? Doch, genau das kann sehr gut möglich sein. Vergessen wir nicht, dass der Basilisk trotz seiner monströsen Statur im Kern immer noch eine Schlange ist. Und es ist bekannt, dass die uns bekannten Schlangen, wie beispielsweise Pythons oder Boas, sehr wohl dazu imstande sind, Monate oder gar Jahre ohne feste Nahrung zu überleben. Schlangen können nämlich ihren Energieverbrauch eigenständig reduzieren, ohne dafür ihre Körpertemperatur zu senken, wodurch sie auch weiterhin wach und aufmerksam bleiben. Außerdem fangen sie auch nicht, wie andere Lebewesen, an, sich selbst zu verdauen. Denn üblicherweise verbrennen so gut wie alle anderen Lebewesen, wenn sie hungern, sogenannte Lipide, sprich Bestandteile des Körperfetts zur Energiegewinnung. Diese sogenannten Lipide erfüllen im Körper des Lebewesens jedoch wesentliche Funktionen und sind zum Beispiel Bestandteil von Zellen und Organstrukturen. Im Fall einer wochen- oder monatelangen Hungerperiode, wenn die übrigen Fettreserven zur Neige gehen, beginnt der Körper der meisten Tiere damit, Proteine als Energiereserven anzugreifen, was im Groben bedeutet, dass sie sich selbst verdauen. Ein finaler Prozess des Körpers, um sich so lange wie möglich am Leben zu erhalten, wird aber nichtsdestotrotz nur kurzzeitig vom Körper toleriert, bevor dieser Prozess zum Tod führt.
Marshall McCoo, Biologe an der University of Arkansas, erklärte dazu, ich zitiere, für die meisten Tiere bedeutet es das Todesurteil, wenn ihr Lipidspiegel unter 10% der Körpermasse abfällt. Schlangen hingegen tolerieren die Reduktion ihres Körperfetts auf 5%, bevor sie auf ihre Proteine umsteigen, wodurch sie schließlich länger ohne Nahrung auskommen als die meisten anderen Lebewesen auf dieser Erde. Und selbst wenn es zum Abbau der Proteine kommen sollte, hat dieser Prozess bei Schlangen weit weniger gesundheitliche Auswirkungen, da sie, wie eben erwähnt, dazu imstande sind, ihren Stoffwechsel eigenständig herunterzufahren. Eine ausgeklügelte Technik der Natur und gleichzeitig auch die Erklärung dafür, warum Schlangen seit den Dinosauriern auf dieser Erde heimisch sind. Denn es sind wahre Überlebenskünstler. Überträgt man diese Fähigkeiten einer gewöhnlichen Schlange auf die des Basilisken, könnte man besser nachvollziehen, warum dieser trotz seiner Größe nur von Ratten überleben konnte. Wobei ja auch der Punkt, wie viele Ratten er womöglich verspeist hat, großen Einfluss haben dürfte. Denn wie im Zitat eben geschrieben stand, war der Boden mit Tierknochen übersät. Zwar dürfen wir hierbei auch nicht den Aspekt der Zeit außer Acht lassen, denn in 1000 Jahren werden gewiss viele Ratten verspeist worden sein, jedoch werden diese erwähnten Knochen definitiv keine 1000 Jahre auf dem Buckel haben. Für gewöhnlich zersetzen sich Knochen nämlich nach ca. 30 Jahren. Dementsprechend wird auch der Boden der Kammer mit Knochen übersät sein, die maximal um die 30 Jahre alt sind. Trotzdem lässt sich natürlich nur ganz grob und ungenau schätzen, was der Basilisk wirklich an Mengen verspeist hat. Es können 100 pro Woche oder gar 100 pro Tag gewesen sein. Genau lässt sich das einfach nicht beurteilen. Es gäbe jedoch auch noch eine andere mögliche Option, wie es der Basilisk schaffen konnte, 1000 Jahre zu überleben. Denn wer behauptet denn bitte, dass der Basilisk in der Kammer des Schreckens eingesperrt war? Wir wissen bereits, dass er sich durch die Kanalisation fortbewegen konnte und so auch einige Schüler in Harrys zweitem Jahr versteinert hat. Jetzt werden manche von euch vielleicht sagen, ja, aber Tom Riddle hat die Kammer ja auch wieder geöffnet. Aber wer sagt denn, dass der Basilisk nicht selbst dazu imstande gewesen ist? Die Kammer des Schreckens wird, wie wir alle wissen, mithilfe von Parsel, sprich Schlangensprache, geöffnet, weshalb auch Harry Potter selbst dazu imstande war, die Kammer zu öffnen. Und wer kann neben Harry und Tom noch Parsel sprechen? Ganz genau, der Basilisk selbst. Rein logisch betrachtet müsste er also in der Lage gewesen sein, die Kammer zu verlassen, die Kanalisation zu benutzen und eventuell sogar aus Hogwarts herauszukommen, da die Kanalisation des Schlosses mit dem Schwarzen See verbunden war. So wäre es dem Basilisken auch möglich gewesen, relativ unbemerkt aus dem Schloss heraus und auch wieder hineinzukommen und sich im verbotenen Wald oder in den umliegenden Ländereien größere Beute zu reißen. Da aber im Buch explizit nur von kleinen Tierknochen die Rede ist, glaube ich dieser Theorie weniger als der ersten. Aber nicht abschalten, Leute, es gibt tatsächlich noch eine dritte Theorie. Denn wie Harry Potter Wiki schreibt, soll es dem Gebieter des Basilisken, sprich Slytherin selbst oder einem seiner Nachkommen möglich gewesen sein, den Basilisken mithilfe von Parsel in eine Art Winterschlaf zu versetzen. Sprich, dass er nur aktiv wird, wenn die Kammer geöffnet und das Monster geweckt wird. Für diese Theorie gibt es auch einige Argumente, welche diese untermauern. Denn Slytherins eigener Zauberstab war zum Beispiel auch dazu imstande, mithilfe von Parsel in einen Schlaf zu verfallen. Eine Fähigkeit, die Slytherin seinem Stab selbst beibrachte. Er scheint eine Vorliebe dafür gehabt zu haben, seine, ich nenne sie mal, mächtigen Besitztümer mithilfe von Parsel zu kontrollieren. Sowie diese zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das war bei seiner Kammer so, bei seinem Zauberstab und vielleicht auch bei seinem Basilisken. Außerdem wäre es eine andere Erklärung für die verhältnismäßig wenig Knochen auf dem Boden der Kammer, zumindest auf die 1000 Jahre hochgerechnet, denn wenn diese Theorie stimmt, dann stammen die Knochen tatsächlich nur über einen Zeitraum von ein paar Monaten, womit auch das Nahrungsproblem erklärt wäre. Denn ich würde schon behaupten, dass die Knochen innerhalb der Kammer, gerechnet auf ein paar Monate, durchaus auf ein üppiges Nahrungsangebot schließen lassen. Wenn ihr mich fragt, glaube ich an eine Mischung aus Theorie 1 und 3. So oder so erklärt es aber ziemlich plausibel, wieso der Basilisk dieses enorm hohe Alter in der Kammer erreichen konnte und dass das Ganze gar nicht so unlogisch ist, wie vielleicht manch einer bisher dachte. Jetzt seid aber wie immer ihr gefragt. Welche Theorie passt eurer Meinung nach am besten? Habt ihr eine andere Erklärung oder wollt ihr mir in irgendeinem Punkt widersprechen? Dann ab damit unten in die Kommentare.
An dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an all die ganzen Patreon-Supporter, die hier gerade durchs Bild fliegen. Eure finanzielle Unterstützung ist Balsam für meine Seele und hilft mir enorm dabei, diesen Kanal und die damit verbundene Leidenschaft am Leben zu erhalten. Solltet ihr mich auch unterstützen wollen, findet ihr den Patreon-Link in meiner Kanalbeschreibung. Über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Logo würde ich mich auch riesig freuen. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!